Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in Firefox das machen könnt. Davor zeige ich euch noch kurz was. So, und zwar hier dieses Bild. Ich bin in Dark Orbit, na klar, ich spiele ein bisschen. Und ich habe hier was geändert, und zwar, ich bin eigentlich nicht so gut, wie es hier ist. Ich heiße Fantastic Elite, bin in diesem Clan, ja. Aber ich bin kein General, das bin ich einfach nicht. Ich bin auch nicht Level 20, ich bin 13 und General, ich bin viel schlechter. Ich bin auch nicht Erster. Erster zu werden ist richtig hart. Das ist irgendjemand anders. Aber warum ist das hier alles so? Naja, wie hier, ich habe auch keine Iris überall. Wenn ihr nichts von Dark Orbit versteht, denkt einfach, ich habe viel geändert. Unser Clan ist nicht Erster, wie es hier ist. Unser Clan ist 63. Was ist nicht schlecht, das ist super. Dann, na klar, hier. Fantastic Elite, so viel Steuern würde ich nie im Leben zahlen. Und so weiter. Das gehört irgendwie nicht dazu. Das ist unser Kameraprojekt. Ich werde nachher noch ein Video machen über meine D40-Kamera. Schaut euch alle mal an. Genau. Also, ich zeige euch jetzt, wie es geht. Also, das erste, was ihr macht, ist Firefox öffnen. So, da geht ihr unter Extras und Add-ons. So, hier gibt es jetzt Firebug. Ihr geht einfach auf Add-ons herunterladen und gebt Firebug ein. Dann kommt es gleich. Ups, da ruft jemand an. Da, Moment. Genau, das ist jetzt kurz mal weg. Dann gebt ihr Firebug ein und dann installiert ihr es. Ich habe schon gemacht. Wie es geht, wisst ihr wahrscheinlich. Hier ist Firebug fertig. So, jetzt gehe ich zum Beispiel auf eine Seite, die heißt Dark Orbit. Das ist ein Spiel, Online-Spiel. Und online natürlich mit allem drum und dran. Also gebe ich jetzt mal meinen Namen ein. Pause. So, und zwar hier. Das ist mein Name. Oder nee. Ich weiß ja meinen Namen. Ich heiße Hunz, ich wollte mich so nennen für eine spezielle Quest, da reden wir jetzt aber nicht drüber. Ja, da geben wir in Deutschland 2. So, ich kopiere kurz meinen echten Namen, um euch nachher noch was zu zeigen. So, Happy Hour, ups, da wollte ich nicht drauf gehen. Happy Hour will ich nicht. Oder hier können wir gleich anfangen. Und zwar Element untersuchen. Ihr geht einfach, das ist jetzt dieses Ding, ihr geht einfach rechts und geht auf Element untersuchen. Ich gehe jetzt hier mal auf noch, und zwar Uridium, Element untersuchen. Und hier kann ich jetzt, na, das funktioniert nicht mal, wenn nicht. Aber Happy Hour jetzt bis zum nächsten Mal. Die doppelte, und hier nehmen wir jetzt nicht doppelte, hier gehen wir jetzt zum Beispiel statt doppelte Menge, geben wir hier 6-fache Menge. Und wie ihr seht, hat sich das geändert, obwohl es gar nicht 6-fache ist. Es ist eigentlich nur doppelte. Es ändert sich nichts im Spiel. Es ändert sich nur auf dem Desktop, aber ihr könnt da schön Leute verarschen. Also, so heiße ich. Jetzt gehe ich mal auf Hund, weil eigentlich heiße ich so nicht. Ich ändere auch meinen Namen heute noch. Und ich heiße Fantastic Elite. Hier seht ihr jetzt meinen Namen. Einfach geändert. Dann gehen wir hier auf dieses Zeichen. Das wird ein bisschen tricky, und zwar, der zeigt jetzt das 12. Bild an. Ich brauche aber das 20., um der Beste hier zu sein. Das heißt, ich mache hier das 20. und hier bin ich schon besser. Element durchsuchen, und hier kann ich jetzt noch kurz Chef. Ganz wichtig, hier muss ein Leerzeichen sein. So. Und ich gebe jetzt einfach General. Warte, schreibt man anders. General ein. Schwupps. Jetzt bin ich auf einmal General. Und statt Level 13 bin ich nicht 13, ich bin 20. So, wie ihr seht, ganz einfach. Der Höchstschwinde ist dieser User hier. Hier gehe ich einfach drauf und gebe meinen Namen ein. Fertig. Jetzt bin ich auf einmal Erster. Obwohl ich kein bisschen nah am Erster bin. So macht man das ganz einfach. Oder hier im Handel kann ich jetzt einfach. Kann ich jetzt einen Screenshot nachher machen. Hier,
Tja, der bin ich nicht. Der kann ich auch schwer werden. Denn das kostet richtig viel. Aber ich kann mich jetzt kurz eintragen. Und das funktioniert so eigentlich ziemlich gut. Was nicht funktioniert, ist das hier. Das ist Adobe Flash Player, da kann man nichts ändern. Aber sonst ist es hier ziemlich gut. Und gehen wir mal auf eine normale Seite, zum Beispiel meine Internetseite, heiko.tk. Also ihr könnt sie unter anwählen. So, bald kommt der Kamera-Review. Das kann ich sagen. Hier statt bald. Und zwar okay, das funktioniert so jetzt nicht. Gehen wir mal hier auf das hier. Okay, irgendwie kann ich das hier auf meiner Seite nicht machen. Gehen wir mal auf eine andere, und zwar gehen wir mal auf Skype. So, Skype-Seite ist mir gerade eingefallen, weil mich gerade so viele Leute anchatten. Da eine Sekunde. So, hier geht jetzt schon viel besser. Ich gehe jetzt hier drauf und rufen Sie andere Nutzer an. Sehen Sie das? Rufen Sie andere Nutzer überall in der Welt an. Jetzt gehe ich hier drauf. Jetzt sollte der hier. Und jetzt steht da, rufen Sie andere Skype-Nutzer überall in der Welt an. Das ändere ich jetzt zu... Rufen Sie keine Idioten an. Ups, jetzt steht auf einmal, rufen Sie keine Idioten an. Und jetzt steht auf einmal, dass der eigentlich keine Idioten rufen soll, was total nicht in die Skype-Seite funktioniert, aber steht da. Sobald ich jetzt die Seite mit F5, ups, ich mach das mal hier weg, mit F5 aktualisiere. Das dauert jetzt eine Sekunde. Ich frage mich, warum das Internet heute so lang ist. Steht hier wieder das Normale und nicht das, was ich eingegeben habe, weil das ist nur vorläufig und nur für meinen Bildschirm. So, das können Sie mit allen Seiten machen. Dann gehen Sie hier einfach auf Ding und drücken hier Snip. Hier Snipping Tool. Ich gehe jetzt hier kurz rein. Da drückt man hier einfach auf New. Und dann kann ich auch hier das kopieren und auf Speichern drücken. Das irgendwo abspeichern und dann habe ich eben so ein Screenshot, obwohl da gar keine Idioten stehen. Stellt da Idioten. Das ist ziemlich spaßig und es macht total viel Spaß. Bitte abonniert meinen Channel in YouTube und schaut euch das Video an. Bewertet mit Daumen hoch, Daumen runter, wenn euch es nicht gefällt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Kamera iPod PC. Bis bald.